Oh mein Gott, Leute. Ja, ihr seht richtig, es ist wieder Zeit für Mega Man. Und zwar für Mega Man 3. Nach dem Erfolg von Mega Man 2, jetzt natürlich Mega Man 2, ich halte die Serie aufrecht. Und ja. Und der starten GameStart und nicht das Passwort, sondern GameStart auf zu den Roboter, die wir besiegen wollen. Ja. Das Intro scheint diesmal zu fehlen im Vergleich zu Mega Man 2 und ich würde sagen, wir ohne lang fackeln gehen wir uns zu GameStart. Und da sind sie auch schon, haben wir es alle. Den Baumarkt Nadelmann, den Schlangenmann, den komischen Ventil, Sparkman, den ganz harten jungen Hardman, den stacheligen Stachelkopf, den elektrisierenden Magnetmann, den Schattenmann und den Kreiselmann. Und wir gehen zuerst zum Topman, Kreiselmann. Genau, gehen wir mal zum Kreiselmann. Und passt auf, jetzt können wir schon. Ja, jetzt können wir nämlich sliden. Indem wir den Button nach unten drücken und die, ich glaube, A oder B-Taste, weiß gar nicht, welche das von beiden ist. Und das Sliden wird uns hier noch oft nützlich sein bei Mega Man. Bei Mega Man X konnte man, glaube ich, sliden, wenn man wenn man den Button zweimal nach einmal die selbe Richtung drückte. Und ihr seht schon, wir haben ein bisschen Sprite-Terror. Das war, weil einfach gerade zu viele Sprites im Bildschirm waren. Deswegen hat es gerade ein bisschen gespackt. Und haben wir schon Rush? Ja, da ist er. Ja, und komm, zeig die. Okay, dann halt nicht. Komm, ich will euch mal zeigen. Hier. Rush. So, genug von nur. Oh, hier brauchen wir schon Rush. Komm, Rush. Ja, feiner Rush. Komm. Und Booms. Ich bin mal gespannt, wie mir hier Rush zu Nutze sein wird. Und natürlich wieder mal. Tudum. Und natürlich im Vergleich zu Mega Man 2 behält man hier sämtliche E-Tanks, wenn man stirbt. Und das ist ein Helmi. Und dieser Helmi ist nicht gerade freundlich zu uns. Oh, der Robo-Alka-Zone. Das Vieh sieht aus wie meine Hauskatze. Von den Streifen her. Oh, ich bin gleich tot. Und das war jetzt. Oh, das war richtig knapp. Und bei diesem Teil gibt es einen festen Schwierigkeitsgrad, wie ihr schon sehen könnt. Ah, hat's mich erwischt. So, wo starten wir? Gut, wo ist das? Ah, das ist hier unten. Das ist ja nett. Die Musik ist wieder mal zu geil. Und wir. Ja, ballern diesen komischen Typen weg. Und, oh, schon wieder Hauskatze. Hauskatze. Robo-Hauskatze mit Flöhen. Hauskatze weg. Und ein Helmi, der nicht gerade nett zu uns ist. Rush. Rush. Komm, hilf uns.
Rush, du bist so nützlich hier. Du bist so richtig schön nützlich hier. Ja, das bist du, Rush. Rush, Rush. Irgendwie, keine Ahnung, ich spiele es momentan einfach am liebsten. Eins meiner Lieblings-Let's Plays ist neuerdings die NES-Reihe der Mega Mans geworden. Gut, Mega Man X, da tue ich mich ein bisschen schwer, wie ihr seht. Aber bei den NES-Teilen, ich genieße es einfach nur. Und wir kreisen einfach mal umher. Ich denke mal, ihr merkt auch an meiner Spiellaune, dass mir das Spiel echt Spaß macht. Bei Mega Man kann man einfach mal abschalten und alles vergessen. Noch zumindest. Okay, mal kurz gesaved. Und dann geht's auch schon zum ersten Boss. Und das ist der Kreiselmann. Der hatte eine relativ einfache Taktik, und zwar müsste man einfach nur, ja, geil, dem ausweichen und dann natürlich auf ihn schießen. Und dann natürlich auch draufhalten. Okay, komm. Ja, den können wir jetzt gleich knacken. Das ist Taktik. Das ist die Taktik gegen ihn. So habe ich nämlich rausgefunden, so funktioniert er. Indem wir einfach springen und schießen. Ich liebe diesen Endsound. Tool fully loaded. You got top spin. Stage select. Und ich muss euch jetzt einfach mal zeigen, wie einfach Shadowman zu schlagen ist. Ich muss euch das einfach mal zeigen, weil es ist so herrlich genial. Ninja Man, Ninja Man. Shadowman, Shadowman. Und diese Ingame-Mucke. Vom Feinsten. Ups, den habe ich jetzt glatt übersehen. Roboflöhe geht mir aus den Augen. Ach Mist, hat sich nicht gereimt. Egal. Was laufe ich eigentlich von Reimen? Ach ja, das habe ich vergessen zu erwähnen. Protoman wird uns einige Male auf der Reise entgegenkommen und versuchen uns das Leben schwer zu machen. Aber er verschwindet auch noch eine Weile. Demnach. Er ist einer der nervigsten Gegner im ganzen. Mega Man Dry. Und im Grunde macht er eigentlich nicht viel, sondern er hüpft nur herum. Bleiben einfach mal hier stehen und halten drauf. Genau. Und schon ist der besiegt. Ich glaube, bei Mega Man Nummer 7 war Proto Man in einem Raum am nervigsten. Ach ja, Mega Man Dry ist für mich nicht blind, denn ich habe, wie so auch den zweiten Teil, Mega Man X Dry einmal, glaube ich, offscreen gespielt und das waren zu viele Sprites. Das waren definitiv zu viele Sprites gerade und die Grenades, da müssen wir uns gerade in Acht nehmen. Ja, das passiert im Game, wenn ich gerade save, keine Ahnung warum. Weil die Grenades, passt auf, die explodieren, wenn man sie anschießt. Genau, das meine ich mit diesen hässlichen Grenades. Die werde ich mal am besten gleich entsorgen, bevor die groß Ärger machen können. So, und eine weitere Grenade. Und Augen, die komisch wandeln. Das ist ja ein komischer. Ich lasse es einfach. Weil es hört sich irgendwie komisch an. So, Roboflo, du hast auch keine Chance. Roboflo. Das war ein Insider. Da 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 da.
Ich glaube, jetzt kommt schon Shadow Man. Ach, die Stelle, ja, das weiß ich auch noch. Gab es nämlich so einen kleinen. Ja, genau die. Die meine ich. Aber die konnte man, glaube ich, austricksen, indem man. Ja, genau das gemacht hat. Man musste, glaube ich, nah an den Rand dran gehen und dann spawnen die Dinger ganz in der Nähe. Beziehungsweise schon am nächsten Block. Also, so kann man es natürlich auch machen. Aber die. Ja, genau das meine ich dann. Genau das passiert dann. So eine Scheiße muss dann passieren. Jetzt reicht's. Ich nutze die Taktik. Gut, das war jetzt. Das habt ihr nicht gesehen. Das war. Fail. Na, guck mal, die fressen. Von den komischen Typen. So, jetzt reicht's. Komm, stirbt einfach mal. Ich werde euch später zu Mega Man 3 noch einen richtig genialen Trick verraten. Es gab nämlich einen Part im Spiel. Da kam ich leider nicht weiter, aber seitdem ich mal mir damals ein. Das war jetzt gefailt. Mir damals einen. Mega Man Part von, glaube ich, Funk Royale hieß der Typ, mal angeschaut habe, wo mir irgendwie von den größeren ein paar Tipps abzugucken. Da habe ich einen sehr, sehr genialen Trick gesehen. Denn wie ihr wisst, man schippen verliert man keine E-Tanks. Und diesen Trick können wir uns bei den vier Mega-Robotern später noch zu Nutzen machen. Ich glaube. Ne, komm, wir nutzen den. Spin. Wo ist denn der gerade? Der Spin. War das hier? Ja, es war der. Und wie ging der jetzt? Ah, ich muss gerade raus, nochmal rausfinden, wie das Spin ging. Das war nämlich jetzt hier. Bisschen. Doof gerade. Gut, wie ging das jetzt? Ja, jetzt weiß ich es wieder. Springen und die Attacke machen. Das war die Kreiselattacke. Und passt auf. Nein, das war jetzt. Ja, guckt euch das an. Guckt euch an, wie schnell der Energie verliert. Na warte, jetzt bist du dran. Wow, was war das gerade für eine Attacke? Der macht mich fertig. Scheiße. Och, der ist doch so. Ah, der ist doch so einfach, Mega Man. Aber es ist die Waffe gegen ihn. Es ist definitiv die Waffe gegen ihn. Gut, geil. Voll Ritt. Okay, 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 okay. Von wegen alles andere als einfach. Ganz so leicht anscheinend doch nicht. Es geht doch. Warum nicht gleich so? That was power, baby. Und wir haben es geschafft. You got Shadow Blade and Rush Marine. We are live to the hell, Rush Marine. Okay, Stage Select und ich würde sagen, wir gehen den nächsten Part von Mega Man. Ich glaube, zu Germany Man hieß der. Zu Germany's Next Top Model. Gut, bis zum nächsten Part, Leute. Tschüssikowski, euer Wacky Lion.